Man kann die Tiere auch im Sommer weggeben. Und ich wollte eigentlich bei meinen Tieren dabei bleiben über das ganze Jahr. Auf 140 Hektar können sie die frei bewegen. Das heißt, es ist alles mehr ein bisschen zeitaufwendiger und mit Aufwand verbunden. Und durch das kommt auch eine Verbindung zum Tier, weil du bist einfach mehr dabei und bist auch der Natur heraus dabei, nicht gerade an Stohlinnen, sondern auch heraus, wo die Tiere sich frei bewegen können. Und die, die was bei mir einkaufen, die wissen es wirklich zu schätzen. Das ist ja jetzt nicht gerade billig, aber er weiß genau, wie es dem Schwein gegangen ist. Und er kann es auch jederzeit besuchen können, den ganzen Sommer. Die Tiere respektieren die genau so wie du. Die Tiere respektierst und das ist alles. So wie du am Wald reinrufst, so kommt das zurück. Verzichten tue ich auf gar nichts. Ich muss da alles, was das Herz begehrt, wenn ich will. Wir haben die Milch selber, wir haben die Butter selber, wir haben die Eier selber und wir haben das Fleisch selber. Da herum kommen auch ganz selten Wanderer vorbei, weil es einfach sehr weit auf ist und touristisch nichts da ist, was sie interessiert. Das heißt, da ist wirklich auch die absolute Ruhe. Außer die Kuhglocken halt. Mama, ich will die Mama etwas geben.